Hoffentlich habt ihr einen schönen Tag, Sarah. Wie lange muss ich denn noch warten? Hallo, Mutter Patrice. Sarah Hawk, es freut mich, euch zu sehen. Es ist höchst bedauerlich, welche Schande Vanel über seinen Orden gebracht hat. Und das sagt ausgerechnet sie? Der Erbauer sei gepriesen, dass ihr an jenem finsteren Ort sein Champion wart. Wir sind doch beide erwachsen. Können wir uns das Theater nicht sparen? Ihr werdet feststellen, dass ich keine Bedrohung oder Unwahrheit ausgesprochen habe. Ihr und eure wohl abgewogenen Worte. Ich habe euch gegeben, was ihr wolltet, und dabei einen beträchtlichen Verlust in Kauf genommen. Auch wenn Vanel als Märtyrer leichter zu handhaben sein dürfte. Ihr habt ketzerische Kunari mit dem Blut von Menschen gerecht. Das muss euch doch reichen, oder nicht? Möglicherweise, falls ihr von all dem ablassen würdet. Aber das tut ihr nicht. Vanel war ein Narr, aber das ändert nichts an den Tatsachen. Eine Beleidigung des Erbauers ist nicht bestraft worden. Ich gebe euch heute keine weitere Gelegenheit, Schande über die Kirche zu bringen. Aber wir werden diesen Zwist bei Zeiten fortsetzen. Die Unfähigkeit des Vicomte ist dafür beinahe so etwas wie eine Garantie. Mann, was für eine Schlange. Ich gebe das alles auf. Ich habe vor der Kirche ein Gelübde abgelegt und es war falsch, ihr den Rücken zuzukehren. Sebastian, hört euch selbst zu. Ihr seid gerade ebenso unbeherrscht wie an dem Tag, als ihr uns verlassen habt. Glaubt ihr, der Erbauer will ein weiteres rasch abgelegtes Gelübde, das ihr erneut brecht, wenn die nächste Leidenschaft euch packt? Ich werde nie... Es ist euer Leben. Vergeudet es nicht damit, euch herumwehen zu lassen wie eine Fahne im Wind. Aber da ist Hawk. Vielleicht könnt ihr ihn ja zur Vernunft bringen. Ist die oberste Klerikerin wütend auf euch? Sie hält mich für wankelmütig, aber ich meine es ernst. Es war ein Fehler, mein Gelübde gegenüber der Kirche zu brechen. Ich habe mich gegen den Erbauer gestellt. Und wofür? Warum sollte ich über Starkhaven herrschen und mich den Rest meines Lebens mit Schakalen wie Lady Harriman herumschlagen wollen? Seht ihr euch selbst als Prinz oder als Priester? Genau zur Beantwortung dieser Frage habe ich um Beistand gebetet. Wenn ich daran denke, nach Starkhaven zu gehen, mit Verbündeten wie Flora Harriman und den ganzen korrupten, hinterhältigen Adel, dann kann ich vor Grauen kaum noch atmen. Aber wenn ich daran denke, zu bleiben... Erfüllt mich Friede. Niemand schreibt einem Prinzen vor, was er zu tun hat. Oder mit wem... Hawk, ihr glaubt nicht, das sei nicht verlockend. Aber ich kann nicht. Ich habe auf Knien vor dem Erbauer geschworen, dass ich außer Andraste niemanden zur Braut nehmen werde. Ich rede davon, wie zwei Menschen in einer Nacht einander all ihre Sorgen vergessen machen. Bräche ich mein Gelübde, um bei euch zu sein, wäre ich eurer nicht würdig. Ich muss schon für genug Sünden Buße tun. Gebt jetzt nicht auf. Ihr habt die Dämonen der Wollust besiegt. Zum Wohle von ganz Kirkwall. Bei allem, was wir getan haben, werde ich das wohl nie bereuen. Aber ich weiß nicht. Ich habe um Beistand gebetet und nichts erhalten. Ich kann nicht nach Starkhaven zurückkehren und mein Volk in einen Krieg stürzen, ohne ein klares Zeichen, dass der Erbauer es so will. Ich bin einmal nach Lomarin und plötzlich brach ein Kampf zwischen zwei meiner Männer aus. Es ging um ein Würfelspiel oder das letzte Stück Röstbrot. Ich weiß es nicht. Seeleute sind ziemlich empfindlich, wenn es um ihr Röstbrot geht. Wollt ihr auf irgendetwas hinaus? Das merkt ihr gleich, wenn ihr mich weitererzählen lasst.
Es kommt also zu diesem Messerkampf und am Ende steckt in Jims Schulter eine abgebrochene Klinge. Sie steckt wirklich tief drin und wir sind auf hoher See, wenigstens eine Woche vom nächsten Hafen entfernt. Wärt ihr da gewesen, hättet ihr hineingreifen und die Klinge direkt aus seinem Fleisch herauspulen können. Und das war alles? Ja, so ziemlich. Wir sollten weitergehen. Was? Verzauberung! Nein, Leandra! Leandra! Was ist los, Onkel? Da seid ihr ja. Wo ist eure Mutter? Geht es ihr gut? Woher soll ich das wissen? Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Eure Mutter ist nicht zu unserem wöchentlichen Treffen erschienen. Ist sie krank? Sie ist doch hier, oder? Nein, Gamlin. Wir haben sie den ganzen Tag noch nicht gesehen. Wo könnte sie nur sein? Vielleicht bei ihrem Verehrer. Verehrer? Leandra hat nie einen Verehrer erwähnt. Nun ja, heute Morgen sind jedenfalls diese Lilien für sie abgegeben worden. Weiße Lilien? Das kommt mir bekannt vor. Jetzt redet schon, was ist damit? In Kirkwall treibt sich ein Mörder herum, der seinen Opfern weiße Lilien schickt, bevor er sie entführt. Er hat schon mehrere Frauen ermordet. Nein, ihr irrt euch. Leandra geht es gut. Evelyn wird die Stadtwache anweisen, die Augen offen zu halten. Macht euch keine Sorgen, Onkel. Also gut. Das Mädchen wird wissen, was zu tun ist. Vielleicht hat Leandra ja einen anderen Weg zu meinem Haus genommen. Ich könnte sie vielleicht verpasst haben. Ich kehre in die Unterstadt zurück. Ihr solltet Gamlin bei der Suche nach eurer Mutter helfen. Vielleicht ist es einfacher, sie zu finden, wenn die Nacht hereinbricht und sich die Straßen leeren. Also dann, mein Junge und ich bleiben hier, falls sie in der Zwischenzeit zurückkehrt. Ah, ihr seid zurück. Während ein bezauberndes Anwesen habt ihr hier. Es ist so glänzend. Ich wollte das nicht kaputt machen. Oh, ja. Ich kann das für euch machen. Bitte entschuldigt.